Vor ungefähr 20 Jahren sind in Japan die Pokémon-Editionen Rot und Grün rausgekommen. Anders als die europäischen Versionen sahen die Sprites da natürlich ganz anders aus, als eine frühere Version war. Heute möchte ich euch die wohl 5 schrecklichsten Sprites vorstellen, die wir in diesen Spielen zu sehen bekommen haben. Los geht's! Als erstes auf der Liste haben wir das Pokémon Krabby. An sich sieht es ja eigentlich nicht so schlimm aus, wie man am linken Beispiel sehen kann. Wenn wir uns das Sugimori Artwork angucken, sehen wir aber einen gewissen Unterschied, der das ganze Krabby etwas merkwürdig aussehen lässt. Die Augen. Warum schielt es? Es sieht so behindert aus dadurch, als wäre es 3-mal auf den Kopf gefallen. Krabby, warum? An sich ist der Sprite nicht so schlimm, aber diese Augen haben den ganzen Sprite versaut. So viel zu dir. Wenn ich mir Giflor angucke, frage ich mich, was eigentlich unter dieser Blüte ist. Ist da irgendein Baumstamm, hast du eine Beule oder warum zum Teufel ist die Blüte so verdammt weit oben? Das erinnert mich an ein gewisses anderes Pokémon, dessen Größeneinheit nicht so ist, wie sie sein sollte. Genau, ich rede von dir, Girafarik. Warum zum Teufel hast du einen kurzen Hals? Du bist die Giraffe. Wisst ihr was? Ich nehme alles zurück. Kokowai hat seine Alola-Form auf jeden Fall verdient. Ich meine, guckt euch das an. Das sieht aus, als wäre es 20 cm groß. Als hätte man Kokowai genommen und so wie es ist in eine Presse gesteckt. Was zum Teufel ist das? Warum bist du so klein, Kokowai? Was ist mit dir passiert? Und die wichtigste aller Fragen: Was ist mit deinem verdammten Gesicht los, Alter? Mal eine Frage für zwischendurch. Wenn ihr an Tragoran denkt, an was denkt ihr dann? Unseren kleinen pummeligen Drachen oder an einen richtig kräftigen Motherfucker? Also ich denke auf jeden Fall nicht an sowas. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No. Alter, ohne Mist, was habt ihr da geschaffen? Das ist kein epischer, angsteinflößender Drache. Das sieht aus wie... Keine Ahnung. Es sieht aus, als hätte es ein Drittklässler gemalt. Ein Drittklässler mit der linken Hand. Als Rechtshänder. Ohne Mist, man hat ihm diese Vorlage gegeben und man hat das daraus geschaffen. Wie konnte man ein legendäres Pokémon so verhauen? Nein, wie konnte man das legendäre Pokémon so verhauen? Dieser Würstchenkörper, dieser deformierte Kopf. Das ist nicht süß, das ist nicht mysteriös. Das sieht aus wie eine Fehlgeburt und sowas will ich nicht in meinen Pokémon spielen.